Sollte ich überhaupt anhalten? Kitty, wie Halbert schon sagt, die brauchst du nicht sparen. Das spiele ich so oder so. Stray spiele ich so oder so. Das brauchst du nicht sparen. Das wird gespielt. Definitiv. Ich spiele das auch, sogar am Release-Tag. Ja gut, das werde ich dann wahrscheinlich nicht, weil kein Geld und so. Ja, ich muss mal gucken, aber ich will es unbedingt spielen und dann kriege ich das auch irgendwie hin. Also bei mir wird es dann wahrscheinlich ein, zwei Monate später. Na gut, du kriegst das durch PlayStation, ja, ich weiß nicht. Ich glaube ab Premium oder ab dem davor kriegst du es gratis. Ja, und das Problem dabei ist, ich habe nächsten Monat GEZ-Gebühr. Ich nichts mit Abo. Ja. Abo. Ich habe... Ich sag doch jetzt gar nichts mehr, Mann. Jetzt reich. Direkt in der ersten, in der ersten Juliwoche habe ich Rechnungssumme von 80 Euro. Da ist nichts mit kaufen diesen Monat und nächsten Monat. es sei denn, ich gewinne im Lotto. Oder jemand kauft meine ganzen Waren im Shop. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Oder jemand schenkt's dir. Ja, aber nein. Weil dazu nein. Einfach nein. War rot? Es war rot. Oh! Natürlich war es rot. Klar. Was denn? Krieg ich wenigstens keine Geldfarbe für. Na gut, dann halt für was anderes. Mal gucken. Es dauert noch, bis ich die Punkte habe. Bin erst bei knapp 50.000. Ich möchte ja immer noch einen Real-Life-Stream am 31. Oktober. Es gibt aber Berlin. Es gibt aber keinen Real-Life-Stream am 31. Oktober. Aus zwei Gründen. Und einen kann ich dir nicht nennen. Weil du ihn schon weißt. Aber ich kann ihn nicht öffentlich machen gerade. Noch nicht. Noch kann ich sie öffentlich machen. Ja, weißt du. Das, was ich noch nicht öffentlich machen kann. Wow, das... Es ist nur eine Sache. Dann weiß ich auch. Ja, es ist nur die eine Sache. Eine große Sache. Aber... Wenn ich mir das wünsche... Wenn es kein Geld kosten würde, würde ich es sofort erfüllen. Vielleicht im nächsten Jahr. Dann werde ich ja noch älter. Wiedersehen. Doch! Aber für Persona spare ich auch. Für Persona spare ich dann auch. Kann ich bitte eine Fahrkarte und mach das dir. Viel Spaß noch. Ich glaube, Dera meinte Punkte sparen. Es läuft nicht nur dieser eine Stream mit den Ankündigungen? Ja. Aber, ach egal. Ach egal. Du verstehst mich falsch. Es sei denn, derer bleibt im Lurk. Das weiß ich natürlich nicht. Dann kann er auch Punkte sparen. Rein theoretisch. Ob ich jetzt den Teil 2 habe? Lonely, I am so lonely. I have nobody. For my own. Schön. Was? Ob ich über den Bürgersteig fahre? Ja. Glaube ich. Nö. Okay, dann nicht. Das von mir erwartet wird, mache ich's nicht. Schade. Ist jetzt erlaube ich dir einmal was und dann macht es nicht. Ja, das Problem ist... Und dann beschwert sie sich wieder. Ja. Das ist die Masche hier. Das Problem ist, es macht halt keinen Spaß, wenn man es mir erlaubt. Wow. Okay, dann überfahr bitte Menschen. Okay. Sag mal! Willkommen im Bambuswald, Ray. Danke für dein Follow. Oh, scheiße, ich bin ein Abbieger. Egal, hat trotzdem noch geklappt. Okay.
einfach, wenn es wenigstens mal aufhören würde zu regnen. So ein wechselndes Wetter wäre richtig geil. Ja, ich weiß, dass ich zu spät bin. Ach, au, oh, ich werd alt. Ich hab einen Schlagloch verpasst. Oh, nur noch 1 Kilometer von dir entfernt. Oh nein. Würde. Schneller! Komm, steig schneller ein. Ich muss die Jagd geht wieder los, die wilde Jagd. Oh ja. Soll ich mal was sagen? Was denn? Ich werde wahrscheinlich Witcher 3 im Stream spielen. Geil. Aber erst, wenn die Next-Gen-Version kommt. Jetzt kommt ja Next-Gen-Version. Was hast du gesagt? Kommt eine Next-Gen-Version? Ja, Ende des Jahres soll die kommen. Muss das immer sein? Du anscheinend schon! Aber ich meine, gut, für mich ist jetzt nicht so schlimm. Eine Fahrkarte bitte. Aber die werde ich dann wahrscheinlich spielen. Ja, dann weißt du ja, wo ich regelmäßig zuschaue, ne? Also, ich gucke sowieso regelmäßig zu, aber dann, ne? Ja, du musst wohl ganz sagen, du bist doch eh fast immer da. dann müssen wir uns absprechen, ne? Wann du streamst, Ich streame eh nie, wann du streamst. Außer wir streamen zusammen. Ne? Ja, weil ich will dir zusehen. Da ist nichts mit gleichzeitig, ich will dir zusehen. Ich streame eh nie, wenn du streamst, ja, außer das ist egal. Wir spielen zusammen. Na! Eine Fahrkarte, bitte. Mensch! Ob ich sie wahnsinnig mache? Ein bisschen. Nur ein bisschen. Das ist gut. Ich hab dich trotzdem lieb. Ich dich auch. Jetzt ist schwer Liebe hier, ich muss weg. Na klar, bah. Was? Was? Schmutz. Oh, hier, bitte. Kenn ich gar nicht, was ist Ihnen schon gezeigt? Das ist meine Liebe, hier ist Schmutz. Hier. Nee, allgemein. Na klar. Na, Liebe ist bach. Hier ist meine Liebe zu dir, Schmutz. Die liebt dich nicht mehr. Hier muss ich raus. Was? Warum heulst du denn jetzt? Das Regen ist doch schon, reitet nicht? Kann ich auch mal nach... Weißt du, du kannst dir deine Tränen sparen, stell dich einmal nach draußen und guck nach oben, dann heulst du auch. Das sind aber keine salzigen Tränen. Dadurch unterscheidet sich das. Ach so. 0,8 Kilometer von dir entfernt. Ja. Das macht dann natürlich Sinn. Ja. Wie das Sinn macht. Oh Mann, die Tür da gerade offen, Junge. Was ist mit dir? Oh, herrlich. Nächster Halt, zum Heuschober. Zum Heuschober. Oh Mann, ey. Es ist so warm. Manchmal fühle ich mich, als wäre ich in einem Spiel. Nein! Wieso bin ich eigentlich zu spät? Weiß ich gar nicht. So geht's mir aber auch, ne? Vorhin, wo ich in Final drin war, ich wollte irgendwas machen. Und eine Sekunde später war es weg. Kann ich bitte? Es war weg! Wie in Sims! Wenn du die scheiß Aktion abbrichst. Es war einfach weg. Ich hab's nicht verstanden. Es war einfach weg. Tschüss. Wo ist eigentlich die eine Freundin, die du immer verfolgt hast? Die war schon ein paar Mal da. Danke. Ich hätte gern ein paar Freunde. Du meinst meine asiatische Freundin, ne? Danke. Warum holst du das denn jetzt aus dem Keller? Mein Hybrid ist doch nicht scheiße. Hör mal auf. Lass dich doch mal unten im Keller vergammeln. Die fährt jetzt noch bei mir mit. Nee. Die mit ihrem Kackepopo, die war hier schon. Wie ich nackt. Ich auf sie her. Echt? Gut, jetzt habe ich sie zwar gerade nicht in meinem Bus, was ich etwas enttäuschend finde. Ich hab sie haben. Was? Aber voll ist bitte mein Bus. Ist bei dir auch Feiertag? Jo. Das erklärt es vielleicht. Ja, wenn bei dir Feiertag ist, dann wird bei mir wahrscheinlich auch Feiertag sein. Wir spielen zusammen, du Scherzkeks. Wie, wir spielen zusammen? Nee. Wir spielen gegeneinander. Machen wir besser Fährt. Nein! Okay, warte, jetzt muss ich mehr Menschen umfahren.
Wieso? Es, ja, es geht darum, wer mehr Geld verliert. Wer jetzt erst verdient, habe ich gesagt. Verdient. Verliert. Nein, verdient. Verdient. Verliert. Nee, dann gewinne ich, weil ich habe ja verdient gesagt. Aber ich gewinne auch so, also. Mich finden es negativ. Dann bin ich Meisterin. Hier, so nimmt man übrigens einen Rollstuhlfahrer mit, ne? Und nicht einfach stehen lassen. Hä, aber Regen ist gesund. Und gut. Ja, der rostet der Wagen da, ey. Achso, die Rampe ist ja noch draußen. Oh, ein Kilometer bist du entfernt. Oh Gott. Ich habe aber außer einmal bei Rot über die Ampel, also nochmal Rot über die Ampel. Diese Routenplanung, ne? Die Routenplanung ist ja einfach meisterhaft. Ja, also jetzt fahre ich nochmal diese Haltestelle an, die ich gerade erst hatte. So, da ist halt nicht mal jemand. Diese göttliche... Warum habe ich eigentlich 10 Minuten Verspätung? Muss ich verstehen, oder? Ich habe auch komischerweise 11 Minuten Verspätung, ich weiß nicht warum. Schon sehr strange. Something strange in the neighborhood. We're gonna call. Richtig, nicht mich. Ob ich mir gerade wieder für 10 Euro oder nach 15 Euro Energy bestellt habe? Ja, vielleicht mal weniger Energy kaufen? Dann kannst du auch Spiele leisten. Wieso mein Rabattcode? Für gewöhnlich jetzt 25 gekostet. Natürlich, das sagen sie noch alle. Ja, ich hatte noch einen Backpunkt. Weil ich das letzte Mal. Nee, weil ich das letzte Mal über 30 Euro bestellt hatte. Da habe ich einen Rabattcode bekommen. Doch. Ja, natürlich. Red dir das ruhig schön. Na gut, jetzt kann ich es nicht mehr beweisen, weil da ist es. Das ist nicht mehr. Ja, siehst du, hast gar keine Beweise dafür. Doch, wenn die Rechnung kommt. Ja, pff, die kannst du fälschen. Hast einen Drucker. Ich kann doch nicht mal irgendwelche Unterschriften fälschen. Wie soll ich die Dokumente fälschen? Ja, aber eine Rechnung easy. Einscan, Photoshop, Action und dann gib ihm. Hä? Das ist doch nicht schwer. Ich, die noch nicht mal weiß, wie Photoshop funktioniert. Die sie noch nicht mal wegretuschieren könnte. Ryan disconnected from the server. Nein, Ryan immer noch auf dem Server drauf. Ryan sehr entsetzt. Ich kann mit Photoshop nicht umgehen. Ich hab hier ja noch nicht mehr Excel. Ich weiß, wie ich bei Photoscape Rahmen einbinden kann und so. Das weiß ich. Ist nicht dein Ernst? Also, was vergleichst du? Aber bei Photoscape, das weiß ich doch gar nicht. Bei Photoshop. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Kann ich mal fahren jetzt? Vor allem hat einen Regenschirm in der Hand und hält ihn vor sich anstatt nach oben. Jetzt hat er noch einen Regenschirm dabei. Naja, vielleicht um seinen Lümmermann zu schützen vom Regen. Ich glaube nicht, dass die NPCs hier einen haben. Wollen wir nachgucken? Mach mal. Ist ja nur dein Stream, der dann gesperrt wird. Wieso? Man sieht ja nichts, wahrscheinlich. Du musst doch nachgucken, dafür musst du die Hose ausziehen. Ja, man muss ja erstmal herausfinden, wie das geht. Es öffnet sich nicht jede Hose gleich. Was? Was? Ja, manche haben Reißverschluss, manche haben Knöpfe, manche haben so Sensoren. Kennt sich aber echt gut aus. Wow. Ist alles im Schrank, ne? Ich glaube, dafür braucht ihr einen Mod. Ja, ich glaube auch. Wir brauchen dafür einen Mod. Der das macht. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja klar, Sie können gerne eine Fahrkarte haben. Natürlich.
Das auch so. Aber warte mal, meinst du jetzt einen Mod, der das kontrolliert oder eine Modifikation, eine die das anzeigt? Eine Modifikation, die das anzeigt. Ah, okay. Das ist bei dem Satz nicht so rauszulesen gewesen. Nee, ich hab schon verstanden. Nee, eine Modifikation. Okay, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Wo man das, ne? Hinbekommt. Das N bei einen hat mich sehr verwirrt. Ich brauche eine Fahrkarte. Mein. Du kannst dich auch anbieten und das selber rausfinden. Also, wir, ne, wir waren gespannt auf die Antwort. herrlich. Sie ist der Rollstuhlfahrer. Bist du halt nicht mehr Hybrid der Wolf, sondern Hybrid der Popo-Schnüffler. So. Na gut, wenn ich von meinem Hund ausgehe, Hunde und Wölfe schnüffeln sowieso im Popo. Also eigentlich, also, ne, rein theoretisch machen es... Ja gut, rein theoretisch ist das eigentlich schon legitim, weil er hat selbst im Chat geschrieben, dass er das bei Frelden machen würde. Ja, stimmt. Also... Bei Frelden! Na gut, aber Frelden ist doch nicht normal. Hey, aber Hybride auch nicht. Einer von uns ist normal. Ja, eben. Boah, ich sterbe. Schade, ich hab dich nicht mehr gesehen. Hey, lange nicht gesehen. Wie war dein Urlaub in Sunny Springs? Oh, es war genial. Ich schmelze davon, ey, ich schmelze. Warte, ich fang dich auf. Ah. Okay, das ist jetzt echt eklig. Ich gehe. Was denn? Wie Schokolade, wie geschmolzene Schokolade. Genauso süß. Noch nicht geschmolzen. Schleim beendet? Ja, nein, noch nicht. Warte, gib mir noch mal ein paar Minuten. Bei euch auch so warm? Nee. Bei mir tatsächlich nicht. Ja, ich bin froh, dass die Cam bei mir nicht mehr an ist, ey. Tatsächlich. Ich fand's traurig. Also, ja, aber für mich ist halt gut, weil wieso es geht gar nicht. Also bei mir ist es noch weil ich musste. Ja, ich musste halt auch den Ventilator ein bisschen wegdrehen, weil sonst würde er halt die ganze Zeit ins Mikro pusten und ich weiß halt nicht, wie man das hören würde. Geil. Und bla, und da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich sterbe wirklich. Ich kann den momentan tagsüber nicht ausmachen. Ich kann aber auch mein Fenster jetzt nicht aufmachen, weil dann hören die mich alle draußen. Und wir haben neue Nachbarn bekommen, die zwar kein Wort verstehen von dem, was ich sage, aber sie sind halt da. Ja, aber dann lernst du direkt so kennen. Oder die lernen dich kennen. Ich möchte die aber nicht kennen. Ich möchte, dass die irgendwann auch wieder zurückgehen. In den Popo? Was? Was? Nein! In ihr Land. Ist so eine geniale Serie. Glaubst du, Hans wird eh. Warum putzt du jetzt die Nase? Ich putze mir nicht die Nase, ich verfolge eine Fliege. Aua. Die die ganze Zeit von meiner Schnüss rumfliegt. Von deiner was? Von meiner Schnüss. Ich hab dir doch gesagt, wie das geht. Es gibt ein Land, das Popoland heißt. Willkommen im Popoland. Okay. Da haben alle Gesichter Popos und alle Popos haben Gesichter. Das ist das Popoland. Warte mal, was? Was? Inspiriert von dem Arsch mit Ohren. Bitte sag mir jetzt nicht, du kennst den Wichser nicht. Arsch mit Ohren! Ryan disconnected from the Discord-Channel. Du kennst nicht den Wichser mit dem Arsch mit Ohren? Doch, aber trotzdem. Ryan disconnected from the Channel. Ich bin vorbeigefahren wegen dir. Der Arsch mit Ohren! Ich bin wegen dir an meiner Haltestelle vorbeigefahren! Wieder eine Charakter aus meinem Film Arschface. Arschface. Oh,
Oh, das war laut. Entschuldigung. Schön ins Mikro. Mm. Ich warte mal, ich kann auch gleich ASMR machen. Nein, bitte nicht. Das ist so ekelhaft. Ich find's auch richtig abartig, ey. Hi. Ich finde das bei Toffi schon immer schlimm, wenn er damit ASMR kommt, ey. Oh. Dann gibt's das immer so ASMR-Löffel ablecken und. Oh. Nee, oh, also, nee. Bitte mehr. Nein, ASMR ist echt furchtbar, Hybrid. Es ist ganz, ganz furchtbar. Geht zu Toffi, der macht das öfter. Also ich weiß nicht, irgendwie triggert mich das jetzt so hart. Da gibt's ein paar gute Clips, die kann ich dir gerne schicken. Aber am schlimmsten, ASMR ist ja noch das eine, aber am schlimmsten ist die Viper, die dann hat, dass mir das Mikrofon ablecken. Oder? Soll ich das machen für mehr Geld? Oh mein Gott, das habe ich gerade erst gesehen. War durch Zufall. Ich weiß gar nicht, ich glaube bei Instagram oder Facebook, ich weiß nicht wo genau. Nimmt die erstmal das halbe Mikro in den Mund und ist da halb am Orgasmus kriegen wegen diesem Scheiß, was dieser macht. Da dachte ich nur so, ja, Alter, hallo? Das machen die aber im Stream oder so, machen die es aber halt für Geld, ne? Ja, das so. Ist ja noch schlimmer. Muss ich auch anfangen. Also eine Person spricht das ja anscheinend schon an, die kennen wir ja schon. Ich fang dann einfach an, die Bierflasche abzulecken. Oder die Energiedose. Mach mal. Warte mal. 5 Euro, damit sie es macht. Ich kann das auch machen. Ja. Jetzt ist es soweit. Nicht mehr für den Kopf. Aber es kam ja nicht von dir, es kam ja von mir. Da ist wieder okay. Nee, ich würde es trotzdem nicht machen. Spielverderber. Eine Streamerin wurde dafür sogar gebannt, weil sie da was sie dabei gemacht hat, was nicht so jugendfrei war. Ja, gut. Ja, gut. Würde ich mal sagen, es Plattform verfehlt. Ja, es kommt tatsächlich darauf an, wie du es halt verpackst, ne? So. Ja. Tatsächlich, es gibt ja Streamerinnen, die wir, glaube ich, alle kennen, die sind halt sehr lange damit durchgekommen. Mhm. Also es kommt halt drauf an, wie du es machst. Wenn du es halt natürlich zu sexuell machst, klar, bist du gesperrt. Aber du kommst ja trotzdem bei einer gewissen Grauzone damit durch. Leider. So, ja. Es ist halt schwierig. Schwierig. Das sind halt auch so Sachen, die ich nicht verstehe. Ich verstehe aber bis jetzt auch immer noch nicht, wie ich auf 16 Minuten Verspätung kommen kann. Ich bin jetzt bei mir nur noch bei 12. Ich bin gerade nur noch bei 12. Bei mir wird es irgendwie gefühlt von Haltestelle zu Haltestelle einfach mehr, obwohl ich genauso schnell fahre wie vorher auch. Also ich weiß auch nicht, wie bei mir die Zeit da jetzt so hoch geht. Weil nach diesen 9 Minuten ist es ja, glaube ich, runtergegangen. Dann war ich nur noch bei 37 Sekunden. War ich dann ja schon bei der nächsten Haltestelle und jetzt ist es halt plötzlich wirklich bei 13. Und ich denke mir so, what? Bitte? Warum? Ja, ich habe keine Ahnung. Also irgendwie. Ich habe Fragen, sehr viele davon. Ich glaube, sie werden mir nicht beantwortet. Stell mal eine Frage. Nee. Vielleicht kann ich sie die beantworten. Doch, mach mal. Nee, weil wir die gleiche Frage haben. Zumindest zu dem Punkt. Die können wir uns beide nicht beantworten, haben wir eben schon bewiesen. Das Problem war, sie hat das offensichtlich einfach gemacht. Oder ihr Mikro so in den Mund genommen. Dass man da genau das denkt, was sie wollte, was dass wir denken. Ja, gut. Ja, gut, ich sag mal so, ich weiß auf jeden Fall schon von einer Person, die da im Chat war. Ich kann das gerade auch sehr gut beschreiben. Nein, alles gut. Ich verstehe es halt einfach nicht. Das Witzige ist... Ja, muss halt jeder für sich wissen, tatsächlich. Ja, aber... Ich meine, es ist ja... Das ist doch eine Plattform machen. Ja, es ist aber heutzutage halt, bekannt, dass sich Sex halt einfach verkauft. Es ist halt einfach so, Punkt. Ja, ich finde es halt auch schlimm. Ich finde es schlimm. Ich meine, was habe ich letztens auf YouTube gesehen? Da hat jemand auf ein Video reagiert von einer
Oh, eine TikTokerin, die halt auf TikTok mit Inzest werben, so. Okay. Und sie wird halt nicht gesperrt. Das ist halt voll legitim und das ist halt so. Okay. Na gut, ist es in manchen Ländern nicht sogar erlaubt? Weiß ich nicht, aber sie kommt aus Deutschland. Ja, gut. Es ist eine aus Deutschland. Aber ich meine sogar in manchen Ländern, in den wenigsten Ländern, aber in manchen Ländern ist das, glaube ich, sogar erlaubt. Ja, klar, da gibt es zumindest keine Regeln dafür. Ja, aber wenn halt wirklich so Leute sind wie bei uns zum Beispiel, dass sie aus Deutschland kommen, dass das halt nicht gesperrt wird, ist halt eigentlich schon. Wahrscheinlich hat es halt auch keiner gemeldet, ne? Das kommt ja nicht natürlich zu. Nicht, weil die sich alle einen drauf abranken. Natürlich nicht. Ich brauche mehrere. Also tatsächlich, wenn ich sowas sehe, das ist der erste Button, auf den ich drauf drücke. Das ist genauso bei Instagram. Dann die ganzen Leute, vor allem Viber, die einem dann irgendwelche Sexanfragen stellen und du denen so denkst, what the fuck, Mädel, was willst du von mir? Ja, dich auf halbnackten Bildern markieren, wo es dann noch heißt, 50 Euro, wenn du mir da folgst und das und das. Gott, das ist so voll. Da bin ich auch nur am Wegmelden und blocken und Alter. Das Witzige ist, anfangs ist das Melden sogar noch durchgegangen. Mittlerweile, es kommen so viele Anfragen. Sowas wird nicht mehr oder ist nicht mehr berechtigt zu melden. Das kam jetzt tatsächlich 3-4 Mal und ich dachte mir so, Alter. Also, genau. Ne, wenn das Kinder kriegen, also ne, Jugendliche, die deutlich jünger sind, die gerade so ihre erste Erfahrung damit machen, die haben so gar keine Ahnung. Und dann darf man sowas doch nicht mal mehr sperren, beziehungsweise wird doch nicht mal mehr gesperrt. Ich verstehe es einfach nicht. Ja, ist wie bei manchen Spielen und so, da kannst du ja Hacker auch melden, wie du willst, das passiert ja nichts. DBD ist das beste Beispiel. Bei DBD gab es teilweise, oder auch wenn du bei DBD die Anti-Mails zum Beispiel meldest, das passiert halt nichts. Die kriegen nicht mal irgendwie, wenn sie, weiß ich, oft gemeldet worden sind, eine Benachrichtigung oder so, passiert halt nichts. Klar. Es ist halt schön, dass es da ist, aber es passiert halt nichts. Wie oft von nachher, bitte? Na klar. So, es ist, weiß ich nicht. Sie haben, na klar. Ach ja. Ich meine, soll ja jeder machen, was er will, ne? Aber dann bitte auf Plattformen, wo es, ne? Die dafür gemacht sind. Ja, was ich dir erzählt habe, hier mit der einen, mit hier Incest-Content auf TikTok und so, ne? Die macht bei OnlyFans im Monat 40k im Monat mit OnlyFans. So, what the fuck? Da frage ich mich, was mache ich falsch im Leben? Ich weiß, was ich nicht mache, was die macht, aber trotzdem. Das Schlimmste ist, heutzutage, wenn ich jemand fragt, ja, was machst du denn so? Egal ob beruflich oder so, ne? Egal ob du Streamer bist oder ob du Stream halt nur als Hobby machst. Wenn man sagt, yo, ich streame, aha, auf OnlyFans ziehst du dich auch nackt aus und so weiter und du denkst dir nur so, nein. Das habe ich tatsächlich gar nicht, aber bei mir... Ich schon, weil die Hälfte der Verwandtschaft, gut, außer meinem Onkel und meinem Großvater. Ja, und dann halt nur so, aha, das hätte ich aber nicht von dir gedacht. Ich so, hä, wieso? Und dann habe ich halt gezeigt, so, dass ich halt einfach nur am Zocken bin. Und dann so, ach so, das meintest du? So, ja. Nee, das andere ist doch voll normal. So, was soll ich denn sonst meinen? Also das Schlimme ist, es ist halt wirklich in unserer Gesellschaft normal. Das ist halt das Schlimme. Willst du noch bitte fahren und ich einfach hier mitten in der Kurve stehen bleiben? Danke. Das Schlimmste ist, das, was du sagst, höre ich ja direkt. Was ich bei dir sehe, das sehe ich halt ein paar Minuten oder ein paar Sekunden später. Und denke ich auch so, okay. Ach, jetzt sehe ich, was sie meint. Ja, das ist, kenne ich. Ich habe schon aber auch so ein FPS, wenn man sich. Also bei Facebook habe ich es tatsächlich gar nicht. Was mich wundert. Aber bei Facebook habe ich es halt so überhaupt nicht. Ich auch nicht. Gut, liegt aber vielleicht auch daran, ich finde, da kannst du sogar noch besser mittlerweile einstellen, was du haben willst und was du nicht haben willst. Und es kann aber auch sein, es kann aber auch sein, dass das eher an Männer gerichtet ist, tatsächlich. Weil bei Facebook siehst du ja, wer Frau und wer Mann ist, wenn du halt. Halt meistens anhand vom Namen schon. Bei Insta halt nicht. Bei Insta hast du halt einfach nur einen Namen. So, aber bei Facebook hast du ja meistens, entweder ist es halt mehr so ein weiblicher Vorname oder halt mehr ein männlicher Vorname. So. Gut, kommt drauf an, wenn du jetzt natürlich
wie YouTuber und sowas halt, ne, Synonyme oder sonstiges hast, dann ja. Aber wenn ich jetzt so mal in meine Liste gucke, ja, könnte man das schon deutlich sehen. Wirklich deutlich. Aber das ist natürlich auch unterschiedlich, wie man sich dann halt nennt. Das Witzige ist, ich wusste bei Instagram halt nicht, wie mein Name angezeigt wird, und jetzt wird mein Vor- und Nachname angezeigt. Und denk mir so im Nachhinein, scheiße, ich muss ihn mal ändern, und ich mach's aber trotzdem irgendwie nie. Ja, gut, aber da gucken die halt wirklich meistens nur auf den Insta-Namen und nicht, was noch auf dem Profil steht oder so. Ich glaube, in meinem Profil steht gar nichts. Ich glaube ich. Ja, Mann, du weißt, was ich meine. Ja, natürlich. Mann, ey. So, ich glaube, bei Facebook haben die einfach den besseren Überblick, okay, Männer werden da wahrscheinlich sehr viel mehr drauf anspringen und bla und... Wobei, ja. da müsste man, rein theoretisch, müsste man sich ja diskriminiert fühlen, weil, ne, es werden ja nur die Männer beachtet, nicht die Frauen. Ja, natürlich. Aber die Frage ist, wie man das überhaupt... Nein, natürlich nicht. Also, zumindest wir nicht. Wie bin ich jetzt auf 19 Minuten gekommen? Ich hab 19 Minuten Verspätung. Ich jetzt aber auch... Na gut, ich stand da jetzt eine ganze Weile, aber eigentlich auch nicht so lange. Dachte ich. Aber bestimmt keine 10 Minuten, ne? Nee. Achso. Für keine... Was macht er da? Annabelle und Drohne, Hallöchen. Einen wunderschönen guten Abend dir. Was passiert da gerade? Die Oma lässt sie nicht durch! Soll ich dir mal einen Tipp geben? Ja. Man könnte es auch Ron nennen. Ron. Stimmt. Das war gerade voll süß. Ja, ich war gerade noch so verwirrt, weil... Ja, ich weiß. Aber es war süß. Und, ja. Ron. Ron. Ja, Entschuldigung. Das war schon süß. Ja. Man sieht es mir nachher so spät. Es ist süß gewesen, jetzt hör auf. Du weißt, ich mache mich über alles lustig. Ich weiß. Ich hab auch nur gar nicht. Okay, will keiner mehr. Der wollte mich verarschen. Es ist müde und du bist spät. Na, müde bin ich gar nicht. Es ist nur spät. Und ich war verwirrt von den Menschen, die da waren. Wir wollten mich mobben. Die waren gemein zu mir. Weird, aber okay. Aber ich hoffe, es geht dir gut, Ron. Ich hoffe, du hattest ein wundervolles Wochenende. Menschen sind an sich verwirrend. Oh ja, das stimmt. Manche sind gut verwirrend, manche sind schlecht verwirrend. Menschen sind einfach nur ekelhaft. Was ist mit euch? Na danke. Du bist eine Katze, wie oft denn noch? Für mich bist du eine Katze. Mann, nee, immer das selber mit dir. Wie aus dem Mein Perso sagt aber was anderes. Soll ich ein neues Bild reinkleben? Das geht, glaube ich, eher weniger ums Bild. Was sagt denn dann? Da steht nicht drin, dass du ein Mensch bist. Nee, aber Fingerabdruck. Hey, du hast ein Menschenkostüm an, Ja, aber der Fingerabdruck. Ja, mir geht's gut. Ich hab bloß mal eine Frage. Und zwar, ich komme mit meinem Bus nicht vorwärts beim Fahren. Das Problem hatte ich auch mal. Ich glaube, es lag an den Einstellungen für den Fahrtmodus. Aber ich glaube, Ryan kann das besser beantworten als ich. Ryan hat mir damals nämlich auch geholfen, weil ich nicht fahren konnte. Ja, es kommt halt drauf an, ne? Du hast ja, ich weiß ja nicht, welchen spielst du denn? Da fängt ja schon an, welchen Teil. So, und dann kommt es halt drauf an, was bei deiner Map steht. Wenn da zum Beispiel ein P steht, dann hast du die Feststellbremse an, musst halt P drücken, glaube ich. Du
Du kannst halt auch, kann auch sein, dass du die Leertaste gedrückt hast für die Haltestellenbremse, du musst halt die Leertaste drücken. Es kann sein, dass du den Bus abgesenkt hast, da weiß ich nicht, was du drücken musst. Da gibt es halt ja, da gibt es halt die ganzen Schalter da. Ich komme gerade nicht drauf, Cockpit-Ding, genau, oder in den Einstellungen gucken. Und wenn es halt wirklich alles nicht geht, dann halt einfach nochmal die Strecke neu laden. Es sei denn, du spielst auch, ich glaube Simulation, dann kann ich dir auch nicht helfen. Dann kann ich dir, glaube ich, auch nicht. Oder Simulation? Nee, realistisch? Keine Ahnung. Realistisch weiß ich es auch nicht, da habe ich tatsächlich damals umgestellt. Ich glaube, es war realistisch, wo ich es umgestellt hatte. Ist schlimm. Ja, aber ich hatte halt das Problem auch, ich glaube, es war mit einem bei den ersten Fahrten. Da musste Ryan mir auch helfen. Mittlerweile, ich habe alle Einstellungen so, wie sie sind, und ich berühre schon keine anderen Tasten mehr, außer die, von denen ich weiß, was sie tun. Hm. Weil ich jedes Mal glaube, ich komme nicht weiter. Aha, da fährst du sie gerade rum. Schön, schön. Ja. Wieso? Ich habe den Mittelstreifen da berührt. Nein, ich habe mich doch so bemüht. Ich war stets bemüht, meinen Anforderungen zu entsprechen. Ich habe verkackt bei diesem Kackkreisel. Oh. Kann mal einer einen traurigen Sound spielen, bitte? Braucht das jetzt? Hast du einen? Weiß ich nicht. Okay, hier, warte. Der ist nicht traurig. Oh, der ist gut. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich könnte über Sound Alerts Warte mal. Also nicht über Sound Alerts, sondern über mein Dings. Warte mal. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht mal, ob ihr das jetzt hört, weil. Aus. Backgrounds. Homo Medic, Zombie, hurry up. Montag, Ghost, Game Over, Cave. Weil sie sagt zu mir vorhin so, ja, ich bin nur über eine rote Ampel gefahren, es gibt ja kein Geld. Abzug. Nicht? Was ist denn da? Ich weiß gar nicht, aber hört ihr das? Nee, ich nicht. Ich meine, hört der Chat. Hat man das gehört oder muss ich das andere dafür einschalten? Ich weiß, dass du mit mir nicht redest. Oh, Alter, weißt du, was wir machen könnten? Rein theoretisch. kann man da auch Reisebus fahren oder nur Citybus? Also du kommst auch mit dem Bus aufs Land. Also anfangs bist du halt nur in der Stadt, kommst oder halt in meinem Stadtteil, kommst aber immer wieder in andere Gegenden. Aber so ja, direkt genau, Reisebus, wie Fernbus gibt's halt nicht, oder? Nee, du schaltest halt noch nach und nach die ganzen Gebiete frei, aber so richtig Fernbus bzw. Überlandfahrten gibt's nicht, nee. Autobahn. Auf Autobahn kannst du, aber ist halt nicht wie Fernbus-Simulator zum Beispiel. Nur, es hätten sie eine Map da, ne? Ja. So. Ja, ich weiß aber trotzdem, hat irgendjemand das gehört? Weißt du, wenn man meine Antwort von seinem Mod braucht, wenn man eine Antwort von seinem Mod braucht, kriegt man keine. Hä, das kennst du doch. Oh, ich hab hier aber ein Wolfsgeheul. Ja, wow. Das braucht man. Ah, hab leider nichts gehört. Okay, warte mal. Es ist sehr, 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 sehr gemein, dass du alles viel früher lesen darfst als ich. Okay, das ist weird. Wieso hast du das gehört, das andere aber nicht? Warte mal. Wir probieren es doch mal. Warte, wo war das denn jetzt? So, jetzt. Schön, einfach schön. Oh, ich werd alt. Hört man das? Aua. Jetzt habe ich es gehört. Aha, sehr gut. Es ist auch schön, dass einfach niemand mir sagt, dass das Bild viel zu groß ist. Ja, gut. Man könnte auch was sagen. Ich habe da OBS nicht offen. Mann, nee. Wie ich gerade einfach sämtliche Sounds ausprobiere. Manchmal, ne? Manchmal hasse ich euch Leute schon. Mad Vulcano. Meinst du mich? Wen denn? Ich glaube, er fragt sich gerade, was ich da tue. Ich probiere gerade sämtliche Sounds aus.
Das ist nice. Ja, ich hab hier einige coole Sachen. Oh Gott, nein. Sehr interessante Sounds. Mal reingehört. Ja, nee. Okay, ja, das ist halt über dieses Voice-Mod. Mhm. Oh, Fahrstuhlmusik. Toter Kohl, toter Kohl, toter, toter, toter Kohl, toter Kohl, toter Kohl, toter, toter, toter Kohl. Alter, der tote Kohl mit der Fahrstuhlmusik ist ja geil. Okay. Was habe ich denn hier noch? Können wir jetzt bitte weiterspielen? Weißt du, total fasziniert von diesem Ding. Der Surfer weiß, naja. Guck mal, das Kombinieren toter Kuh mit Fast hört sich echt gut an. Ja, oder? Das wäre echt mal gut. Ich glaube, leider kann man es nicht kombinieren. Ich wüsste es. Auch jetzt. Kann ich. Kann ich safe. Aber will ich das? Das ist die andere Frage. Ja, schön. Aua, das war mein Zahn. Ah, schön. Ach ja, ich bin jetzt schon wieder bei Bus-Simulator drin. Habe ich meine Runde schon beendet? Nee. Nein, du stehst doch da oben. Oh, 25 Minuten. Ja, die geht in-game weiter, die Zeit. Ja, papplapapp. Ja. Oder Kohlen so. Toter Kohl, Mau! Mau! Toter Kohl! Ja, genau! Ja, genau. Du hast es erfasst! Ja, ich hab dich geschaut. Aber ich bin nicht durchsichtig. Oh, noch nicht. Willst du mir gerade androhen, mich zu killen? Nein, ich mach dich nur unsichtbar, damit dich kein anderer mehr außer mir sieht. Ja, das ist jetzt schon der Fall, da brauchst du mich nicht unsichtbar machen für. Also. Oh Gott, Ryan hat, glaube ich, gerade einen Absturz. Nee, mir geht's super. Müll. Müll. Hey, bist du auf Deponia? Noch Müll. Mehr Müll. Ja, genau. Ein Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Ach nee. Das ist noch Müll. Ich lieb's. Ich auch. Hey, ich hab Platz gemacht. Ausgezeichnete Arbeit. Ist es schön, damit ich unsichtbar für Menschen bin?
Okay. Kann ich hier uns jetzt einen Bus kaufen? Weiß ich nicht. Haben wir Geld? Ja. Ich brauche noch einen Erdgasbus. Erdgasbus. 350.000 kostet's. Ja, ich fahre ja schon die nächste, also. Was kaufen? Okay. Meine Busse bearbeiten. Oh nein. So ein schönes Grün. Ja, doch, das passt. Wie sagt dazu jetzt einfach mal nichts, ne, Hybrid? Du kennst Jan. Du kennst so eine Bier. Streckenplaner. Mutter. Nam 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 nam. Entschuldigung, mein Hirn und so. Das ist mein so. Hier nimm! Was ist zwischen diesen süßen Öhrchen? Ist da etwa Hirn? Oh, nein, kein Hirn. Nur Fluff. Nur Fluff. Ich liebe es. Weißt du, was mir gerade einfällt? Was denn? F steht für Freunde, die was unternehmen. U steht für uns, dich und mich. N steht für endlich. Weißt du, dass ich dich muten kann, ne? Spaß, ganz friedlich und freundschaftlich. Weißt du, dass ich dich muten kann? Aber das tust du nicht. Denn du hast mich gern. Ja. Siehst du? Oh, heute ist schon wieder Feiertag. Ja, aber nicht losgefahren, wo der Tag noch war. Oh. Weil du deine Fahrt nicht beendet hast. Warte doch das nächste Mal. Ich wollte aber nicht noch länger die Mucke da hören. Ich wollte aber nicht noch mal in den Regen fahren. Aber Regen ist schön. Länger Scheiße. Nein, nur nicht. Oh. Welche Schnecke fährst du gerade eigentlich? Warte. Ach, die. Take the Mechtel Road, da wo du mich vorhin abgebrochen hast. Ich glaube, die fahre ich gerade auch. Ich bin gerade unsicher, welche ich fahre. Jo, die fahre ich gerade auch, okay. Naja. Okay, ja gut. Luff, luff. Ich glaube, ich brauche den Alert. Welchen? Was ist zwischen diesen süßen Öhrchen? Ist da etwa Hirn? Nein, kein Hirn. Das von dem Video, was du geschickt hast, oder was? Yep. Also soll ich den Alert draus machen? Also. Ja. Mach ich. Aber nicht. Ich brauche den. Was ist da etwa Hirn? Nein, kein Hirn. Nur Fluff. Das Video dazu ist halt auch geil. Ja, es ist so süß. Musst du halt selber so ein Video machen? Ja, das krieg ich hin. Ja, ich brauche einfach. Ich dir. Ich brauche einfach nur meinen Kater. Dann mach ich jetzt einmal nach. Schneid zusammen, füg den Alert mit zu, fertig. Das ist so süß. Das ist das Video, ne? Ich habe auch drei süße Katzen. Da funktioniert Katzen das genauso. Danke. Katzen sind zu 90% süß, es sei denn, sie haben den Titel Nacktkatzen. Dann sind sie nicht süß, aber... Ja, dann sind sie einfach nur gruselig und creepy. Ja, also Nacktkatzen ist gar nicht meins. Nee. Eine Fahrkarte, bitte. Nee, Nacktkatzen könnt ihr nicht. Schön für Allergiker, aber für mich ist das keine Katze, für mich ist das... Eine Fahrkarte, bitte. ...irgendwas ein anderes. Vor allem... In jedem animierten Film, ne? Kommt, wenn da eine Knackkatze drin vorkommt, ist das immer eine Böhlkatze. Immer ist die böse. Aber Perserkatzen aber auch. Stimmt. Aber Perserkatzen sind süß. Die werden, glaube ich, immer Tipps, nur als die böse. Ist garantiert nicht böse. Die werden nur Tipps. Als böse betitelt, weil sie so komisch gucken. Aber das ist süß, wie sie gucken. Ja, guck dir Tipsy an. Ja, Tipsy ist so süß. Mit Tipsy will ich knuddeln. Da wird auch immer gesagt, er ist Grumpy Cat, also. Grumpy Cat. Ich finde den nicht grumpy. Die nächste Katze sieht aus, als hätte man eine arme Katze das Fell abgezogen. Ja.
Genau das ist eine Nacktkatze. Ich bin nur 0,4 Kilometer von ihr entfernt. Gas! Gas geben! Gas geben, Gas geben, Gas geben, Gas geben, Gas geben! Schnell weg hier. Das Rennen geht wieder los.